Hallo Freunde des feinen Schmerzes. Ich habe verschiedene Mitgliedsstufen, könnt ihr mal sehen im Button Mitglied. Und wenn sich mindestens 100 Mitglieder eintragen als Livestream-Mitglieder, dann werde ich wieder Livestreams übernehmen. Sonst bleibt am Freitagabend der Livestream von mir, muss leider ausfallen. Aber wie gesagt, ab 100 Livestream-Mitgliedern gibt es wieder einen Livestream. Würde mich freuen, wenn ihr mich so unterstützen würdet. Auch für die ganzen Videos, die ich so mache. Was ich so brauche, Equipment, Material. Aber kommen wir doch zum Thema des Videos. Die Bienen fliegen verhalten heute. Wir sind ganz am Rande einer Regenfront. Also ein bisschen aktiv sind sie natürlich, okay, ja. Und warum ich heute hier bin, ist ganz einfach, ich will mal schauen, was machbar ist, was erntbar ist. Wir hatten recht guten Eintrag bis vor 14 Tagen. Dann kam die Kaltwetterfront. Wir hatten 2 Wochen lang kein Flugwetter. Und jetzt ist es zwar seit 2 Tagen oder seit 3 Tagen wieder warm, aber die Bienen tragen noch nichts ein. Auf den Stockwagen sehe ich, dass da ein ständiges Bergab ist. Sage mal, Frosch im Hals. Deswegen hätte ich eigentlich noch alles drin gelassen, so lange, bis ich sehe, dass es aufwärts geht wieder. Aber diese Völker hier, alle, die hier stehen, die kommen nächste Woche, werden die gewandert in den Raps. Und dann würde dieser Blütenhonig, der bis jetzt drin ist, der überschüssige Blütenhonig, mit in den Rapshonig reingemischt werden und damit den Rapsanteil logischerweise wieder senken. Dann kommt irgendein Hinterfutziger auf den Plan und will wieder eine Honiganalyse von mir machen. Hinterrücks, heimtückisch. Dass solche Dinge nicht passieren, nehme ich den überschüssigen Blütenhonig jetzt einfach raus. Aber nur da, wo es auch wirklich, wirklich deutlich zu viel ist. Deswegen muss ich erstmal per Ellenbogenwaage die Beuten überprüfen. Und dann hole ich vielleicht 1, 2, 3 Waben raus, je nachdem. Aber nur rein verdeckeltes Material, klar. Die lasse ich. Ja, hier wird nachgeschaut. Lass ich. Nachschauen. So, mit meiner Ellenbogenwaage habe ich einige Völker rauskristallisiert. Das sind immerhin 1, 2, also alle abgedeckten, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Völker, die mir ein höheres Gewicht angezeigt haben. Ob die dann nachher auch wirklich rähmchenweise verdeckeltes Futter drin haben oder verdeckelten Honig drin haben, weiß ich jetzt noch nicht. Da muss ich eben nachschauen. Die Bienen werden nicht so amused sein, weil wie gesagt, wir sind genau am Rande einer Regenfront. Und das wissen wir, das macht den Bienen nicht so sehr viel Spaß. Aber da müssen sie jetzt durch. Da haben wir keine Wahl. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen was ablegen, weil ein bisschen warm. Sonst komme ich ja noch in Schwitzen. Geht ja gar nicht bei der Arbeit in Schwitzen kommen. Schauen wir mal. Dann werden wir schon sehen. Das sieht nicht so toll aus, weil ich sage, die tragen noch nicht ein. Ich habe es auf dem Wagen gesehen. Vielleicht habe ich in der zweiten Sage ein bisschen Glück. Wer weiß. Hier sieht nicht gut aus. Die hier könnte sein. Hier könnte was sein. Mal sehen. Die ist leer. Da sind sie gerade am Ausbauen.
Ja, okay. Fast nur Ophels. Und eine Brutzelle drauf, ne? Ja, auch schwer, das kann ich nicht rausnehmen. Das lasse ich drin. Klar. Das nächste hier ist ein Bruträmchen, so wie es aussieht. Ah, hier ist auch schon Brut. Okay, von der Seite her. Lassen wir es mal. Da ist ein bisschen Essen drin, aber unverdeckelt. Hier sieht es nicht so gut aus. Schon wieder Brut, okay. Bisschen brutstark. Zwei Zagen voller Brut. Die werden im Raps richtig, richtig gut eintragen können. Und das dürfen sie auch. Immer mal wieder zwischendurch die Propolis-Ernte nicht vergessen. Diesen edlen Stoff. So, die sind parat zum Wandern. Ach, jetzt sehe ich es. Hier habe ich die Königin gesehen. Und vier Zellen draus gemacht. Da hatte ich auch ein Video drüber gemacht. Vier Nachschaffungszellen, die hat überall auch auf den Waben. Auf den Waben hat sie überall auch nochmal wieder Drohnenbrut am Rand und so. Was ein Zeichen dafür ist, dass sie nicht mehr genug Sperma hat in ihrer Spermathek. Und dass es zu Ende geht. Die dürfen umweiseln, aber die sind fit für den Raps. Gehen wir ins nächste Feld. Kann natürlich sein, dass es gar nichts zu ernten gibt. Mein Gott, dann ist es halt so. Jetzt hat jedes Volk seit der Kältewelle einige Kilo von dem, was sie vorher eingetragen hatten, wieder rausgefressen. Aber das dürfen sie auch bei mir. Komm, komm, komm. Dann lassen wir den hier. Gut propolisiert. Da ist Essen drin, aber nicht verdeckelt. Bisschen Pollen. Ja, die sind noch nicht so weit. Dann die Randwaben natürlich auch nicht. K
klar. Propolis-Nachschub von meiner Kunden und Freunde. Machen wir schon wieder Boot, okay. Das war's von dieser Seite. Gute Propolis, jede Menge. So ist es gut. So macht ihr das richtig gut, Mädels. So kann ich euch gebrauchen. Jawohl. Nix. Immer die Ernte im Auge behalten. Das sieht auch nicht gut aus. Ja. Ofen und Pollen, da kommt jetzt gleich Brot. Jawohl, das nächste ist gleich ein Brothähnchen. Okay. Ich sage ja, das Gewicht der Beute sagt nicht unbedingt was darüber aus, was man ernten kann, ob man ernten kann. Zumindest kann ich Propolis ernten. Und das ist schon mal viel wert. Gutes Bio-Propolis ist teure Rohware. Das ist gut. Das gefällt mir. Hier haben wir noch Propolis. Das ist auch Propolis.
Und was hier runterfällt, das hole ich, sobald ich die Zargen mal auseinander mache, wenn es die Bienen nicht gebraucht haben. Es geht nichts verloren. So, dann. Bisschen Reserve brauchen die Bienen. So, reingehen. So ist gut. Ja, Brutstark habe ich reingeschrieben. Das stimmt auch bei dem, das passt so. Ja, Leute, jetzt habe ich schon das zweite Volk durchgemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ernten kann, so wie es bei den zwei Völkern bis jetzt aussieht. Muss aber auch nicht sein. Viel wichtiger ist mir, dass die Bienen genug Futter drin haben, weil ich hatte mal vor ein paar Jahren, hatte ich mal Völker in den Raps gestellt, direkt an den Rand des Rapsfeldes, direkt an die Blüten ran. Und dann war die nächsten Tage, war es einfach 10, 12, 13, 14 Grad nur warm, immer wieder mal ein bisschen Regen dort in der Gegend, wo die Rapsfelder sind. Und ich hatte so ein Bauchgefühl, so ein schlechtes Bauchgefühl, da ich mit George dort hingewandert bin, was ich jetzt auch wieder tun werde, habe ich George angerufen und gesagt, du George, wir müssen da unbedingt hochgehen, ich habe kein gutes Gefühl. Da stimmt was nicht, das passt nicht vom Wetter und von allem. Da sagte Schorsch, habe jetzt gerade keine Zeit, aber in 3 Tagen können wir gehen. Sagte ich, gut, okay, warte ich noch 3 Tage oder 2 Tage. Es war aber leider zu spät, weil da sind wir im Raps, direkt am Rapsfeld, 2 wunderschöne Völker verhungert. Die hätten nur auf dem Flugbrett vorne sitzen müssen, den Hals strecken und an der Rapsblüte lecken. Dann hätten sie schon Nektar gehabt, haben sie nicht gemacht. 2 wunderschöne Völker, natürlich, klar, nur die starken Völker verhungern, nur die starken. Und ich hatte denen aus der Kirschblüte, wo sie vorher standen, extra nichts rausgenommen. Ich habe alles drin gelassen. Und deswegen, wenn ich die Völker in den Raps stelle, auch mit dem Risiko, dass dann nachher vielleicht ein bisschen Blütenanteil, Löwenzahnanteil mit dem Raps ist, lieber ein bisschen mehr Futter drin lassen. Und dann ist das Risiko nicht so groß, dass die Völker verhungern. Gerade dann, wenn eine Trachtlücke ist, muss man unbedingt darauf achten. Wir haben, wie gesagt, jetzt immer noch eine Trachtlücke, kommt immer noch nichts rein, sehe ich auf den Stockwagen. Deswegen muss man ja vorsichtig sein und die behalten auch das, was sie da drin haben. Da kommt gar nichts raus. Ich werde jetzt noch die anderen 8 Völker kontrollieren. Für euch ist das Video zu Ende. Reicht ja aber auch, ihr habt gesehen, wie es abläuft und was es geht. Und jetzt sehe ich mal einer an, was ich nur von diesen 2 Völkern an Propolis schon wieder ernten durfte. Außerdem, was mir runtergefallen ist, was eh noch in der Kiste liegt. Die anderen Völker, da kommt bestimmt auch noch mal jede Menge Propolis zusammen. Wunderbar. So wird das was. Schwarmkontrolle wurde erst vor ein paar Tagen gemacht bei allen Völkern. Alles easy. Passt so. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Bienenvideo.